Tag. Guten Tag. Eine Kurzstrecke für Schüler. Dankeschön. Es gibt 80 Cent zurück. So. Was wir auch mal machen müssen, ist, dass wir dann mit dem Gelenkbus die Linie 31 auf Rheinhausen fahren. Und am besten dann von Gellenberg aus. Das bin ich nämlich gestern mal gefahren, allerdings in die andere Richtung. Und das ist da hinten, also der Großteil der Strecke ist nicht schlimm, allerdings dann in Gellenberg selber, das ist dann schon recht eng. Also das ist dann schon eine leichte Herausforderung, muss man schon so sagen. Das mit dem A40, das macht dann schon Spaß. Aber das können wir gern mal tun. Könnte ich vielleicht sogar das nächste Mal mal machen, mal schauen. Hätte ich auf jeden Fall schon mal was, was ich fahren könnte. Dann ist zwar da sind zwar die letzten Folgen sehr MAN-lastig, allerdings ist das nicht so dramatisch. Können wir danach ein bisschen mehr Mercedes fahren wieder. Beziehungsweise was anderes, je nachdem, was sich anbietet. Hallo. Guten Tag. So, oder ich fahr C2, das könnte ich auch machen. Mal schauen. Also C2G dann. Muss ich mal gucken, was mir lieber ist. So. Möchtest du hier rüber? Ja, wenn es eh zu spät ist, stehe ich schon drauf. So. Ich wollte gerade sagen, lässt der mich etwa raus? Das wäre mir neu, dass man hier rausgelassen wird. So. Die Brucknerstraße mit Baustelle hier sogar. Ach nee, ich muss das hinter der Baustelle halten. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. So, aber ich muss sagen, es fährt sich ganz gut auch mal wieder hier mit dem Bus. Er fährt sich ganz angenehm. So, einmal bitte alle hinten einsteigen. Hallo. Aber ich muss sagen, der Bus, der fühlt sich wirklich immer mehr. Eine Tageskarte bitte. Einmal eine Tageskarte. Gibt auch danke. 20 Cent zurück, bitteschön. Einmal die Kurzstrecke. Einmal die Kurzstrecke, gibt 20 danke. Und 8. Einmal normal bitte. Einmal normal. Gibt 60 Dankeschön. Und 2. Ach ja. Und wenn man dann auch noch Fahrkartenverkauf mit ordentlich macht, dann ist das doch eigentlich auch noch viel cooler. Und dann macht auch mir doch richtig Spaß mal wieder. Wenn dann die FPS stimmen, ist das doch alles wunderbar. So, und ich lobe jetzt auch sie wahrscheinlich so sehr, dass es mir gleich abschmiert. So wie das sein muss. So nach dem Motto. So, der fährt da lang, der Achter. Wir fahren wahrscheinlich jetzt hier außen rum und fahren dann wahrscheinlich gleich wieder die gleiche Strecke. So. Hallo. Guten Tag. Das ist auch wieder eine Fahrkarte, eine Kurzstrecke. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Scheine für 20 Cent. Das könnte schwierig werden. Also das ist echt eine gute Frage, ob ich für 20 Cent Scheine habe. Da muss ich echt mal nachgucken und mal googeln, ob es für 20 Cent Scheine gibt. Es gibt bestimmt irgendeine Währung, wo es einen Schein gibt, wo das in Euro ungefähr 20 Cent wert. Aber so weiß ich nicht, ob das passt. Aber ich kann mir mal Mühe geben und gucken, ob ich da irgendwas finde. Und das kann ich Ihnen das nächste Mal geben, wenn Sie wieder bei mir im Bus fahren. Nette Dame. Ich weiß noch nicht, ob das nochmal vorkommen wird. So. Guten Tag. So, Türchen zu. Und ab dafür. Mal aus dem Kickdown heraus starten. Mal sehen, wie sich das so anhört. Ja. Da sind wir auf jeden Fall nicht unbedingt im dritten Gang bei 25.
bin schon so weit gefahren, dass ich hier schon komplett einlenken muss. Ach, mache ich hier eine komplette Wendefahrt? Das wäre natürlich witzig. Aber es scheint nicht so. Hallo. So. Hallo. Hallo. Guten Tag. Oh, Polizei und Feuerwehr im Duo. Klingt zumindest gerade so. Einmal normal, bitte. Einmal normal. 260, bitteschön. Okay, der ist da durchgefahren. So, das ist schon ein Stück enger hier, weil ich da aufpassen muss, dass ich das hinten nicht mitnehme. Aber vorne sollte ich möglichst auch nicht die... wie heißt sie gleich nochmal? Die... Laterne mitnehmen, die da im Boden versenkt ist. So. Nächste Haltestelle, Hanau-Stifterweg. Hier ist noch 30, also sollten wir auch nicht groß schneller fahren. So. Ist es nur so dunkel oder scheint es nur gerade so? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt mir 30 so langsam vor. Ich weiß auch nicht warum. So, wie sieht's im Bus aus? Also ich muss sagen, der ist wirklich gut gefüllt. Da lohnt sich eventuell dann das nächste Mal sogar ein Gelenkbus um die Uhrzeit. Da sind noch einige Sitzplätze frei, ja, aber so im Allgemeinen sieht's schon recht voll aus. Was soll nicht das Problem? Es ist wenigstens effektive Fahrzeugausnutzung. Also umso schöner, wenn wir einen ZF-Bus haben, da wackelt es wenigstens schön. Nächste Haltestelle, Petruskirche. Ich glaube, irgendwas ist hier auch mal wieder schiefgelaufen in der Anzahl dieser Fahrzeuge, der Einsatzfahrzeuge, weil es ja nicht normal so viele Wege fahren. So. Lieber nochmal einmal gucken, nicht dass dann hier gleich das Polizeiauto um die Ecke geschossen kommt. Das wäre nicht so schön. Ich höre es doch schon. Da steht es doch auch. Wer weiß, was heute los ist hier. Hallo. Großeinsatz. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. So. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. 20. Danke. Wieso läufst du denn? Was fällt dir ein, hier einfach rüber zu gehen? So, mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Ist nämlich sehr verwinkelt hier, muss ich jetzt mal so sagen. Ah, da vorne steht ein Bus und da kommt die Feuerwehr. Nächste Haltestelle. Ja, ja, da ist er auch. Aber die ist aus. Was bist du hier drüben? Du bist eine 8, wie es aussieht, ja. Eine 8. Guten Tag. Hallo. Keine an der Fahrkarte. Passt. So, dann wollen wir mal. Kann man kurz auf. Ah ja, Fahrplan gucken. Das geht ja nur, wenn wir stehen. Also kann ich nur auswählen. Sonst ist er dann die ganze Zeit da, wenn wir Fahrplan ausgewählt haben. Aber. In diesem Fall halt nicht. Nächste Haltestelle. Ich höre doch schon wieder was düdeln. Es ist doch hier verhext. Verhext ist das. Ist wirklich Großeinsatz hier gerade. Und der nächste Kollege. Hallo. Der fährt auf der 11. Hallo. Drei verschiedene Fahrzeugtypen auf der 11 heute. Citaro Dreitürer, einmal in Lion City und dann ein älteres Gefährt quasi. So,
So, wir sind schon gleich da, habe ich gerade gesehen. Ist gar nicht mehr weit. So, da hinten kam schon wieder das nächste Polizeiauto. Ich hoffe, der will jetzt hier nicht abbiegen. Nein, nicht zu uns. So, hat gerade so gepasst. Das freut uns natürlich ungemein. Also das hier, das ist schon recht eng, muss man so sagen, die Straße hier. Da freut man sich nicht, wenn einem was entgegenkommt. Aber naja, muss auch enge Stellen geben. Man muss ja als Fahrer auch ein bisschen herausgefordert werden, sonst ist das ja langweilig, wenn man immer nur so breite Straßen hat. Das wäre ja sonst doof. Und die Ampel schaltet perfekt von Zoom und ich glaube, hier war immer noch 30, deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch so viel zu früh. Naja. Wir müssen zum Krankenhaus, genau. Da müssen wir uns ein bisschen hinbeeilen. Wir haben einen Notfall an Bord, der muss ganz schnell hier behandelt werden. Fährt hier noch was anderes? Außer wir und der Nachtbus. Wenn hier noch Leute warten. In der Tat, die 10 fährt hier noch. Der Ringverkehr. Auch zum Wohnpark. Interessanterweise haben wir sehr viele Notfälle, so viele wie hier aussteigen wollen. Oder die wollen hier generell alle einfach aussteigen. Das war mir klar. Das war mir auch klar. Das war mir erst recht klar. Und dass der uns nicht raus ist, ist mir eigentlich auch klar. Naja, wir sind ja eh noch zu früh gewesen. Allerdings eine Haltestelle vor der Endstelle warte ich jetzt nicht noch. Bis ich los kann. Da fahre ich dann auch mit einer Minute zu früh. Ab. Nächste Haltestelle, Wohnpark Othmarschen. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. So, wir müssen hier halten, weil wir nicht bis Hauptbahnhof fahren. Genau, wir fahren hier quasi dann eine Runde rum. Und fahren hier wieder raus. Und hier halt hält die 10 auf der Seite. Wir drüben dann eben nur die 11, wenn wir vom Hauptbahnhof kommen. So, Bus ist leer. Wollen wir mal noch ein Stück vorfahren. Genau. Das war's auch wieder an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer heißt es, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wo ich denn mal fahren soll, schreibt es in die Kommentare. Genau. Könnte immer mal ein bisschen dauern, bis ich das dann umsetzen kann, je nachdem, wie viele andere Wünsche es schon gibt. Aber in der Regel bemühe ich mich, das möglichst zeitnah zu machen. Genau. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.